Ich habe Post bekommen von Stefan 123321 und das will ich jetzt doch mal mit euch zusammen öffnen. Oder und wir beide wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Messer. In diesem Sinne, all knives are great, bleib gesund, peace, ich bin raus, smile, ciao, Stefan. So, ich habe hier was Wertvolles in der Hand. Ich denke nicht, dass ich jemals ein so teures, wertiges Messer in meinen Händen gehalten habe. Ich bin selber gespannt. Ich habe die Dinge nur im Katalog gesehen. Da ist das Teil, das edle Manometer. Ich muss mal genau schauen, das sieht unheimlich wertig aus. Oh, was für ein Lauf. Was für ein Klingenlauf. Vielen, vielen Dank, Stefan und Sven. VG10. Ich glaube, ich habe noch nie so einen teuren Stahl besessen. Klack. Gleich nochmal. Oh ja. Also gut, ich werde mit dem Teil jetzt noch einige Zeit spielen. Es hat einen Hosenclip. Ich glaube, ich sollte das auf meine nächste Tour mitnehmen, aber da könnt ihr euch überraschen lassen. Noch diese Woche möchte ich eine Tour machen. Und ich hoffe, dass ich auch ein paar Videoaufnahmen hinbekomme von Dobel nach Forbach auf dem Westweg. Schön. Leute. Das hat ein Teil. Ich habe da vom Sven ein Video gesehen, wo er die Original-Unterlegscheiben ausgetauscht hat mit größeren. Also das ist schon ein Lauf und das hat so einen richtig schweren, also so wertiges Gefühl. Da hat man was in der Hand wie ein Werkzeug. Wird definitiv benutzt. Und eigentlich wollte ich noch was sagen. Ich war jetzt auf dem Sommerlager und da haben wir auch viel mit Palettenholz gearbeitet. Und während wir so diese Blöcke von dem Palettenholz klein gehackt haben, da sind wir an ein so schönes Stück Kienspan reingekommen. Absolut wunderbar. Wird auch mit auf die nächste Tour genommen. Und während wir die Kinder dort beaufsichtigt haben, auch mit dem Schnitzen, habe ich mir aus einem alten Stück Birke mit diesem Messer, was ich dabei hatte, dem Mercator mit Clip, dann diesen Birkenholzlöffel geschnitzt. Der hat auch schon diesen Pilz oder was das ist drin. Und ließ sich absolut schön ergonomisch schnitzen. Kann man also auch wunderbar so als Löffel oder eigentlich als Spachtel benutzen. Zum Spachteln, wie man es schön sagt. Also taufe ich das Ding mal Spöffel. Ein Spöffel. Okay, Leute. Und tschüss. Gleich mal ausprobieren. Oh. Ohne Druck. Schön.
Viel Spaß. Wunderbar. Da ist scheinbar auch spiegelpolierte Phase hier drauf. Hat was. Naja, bevor ich euch jetzt so lange langweile. Sag ich mal Tschüss, Leute. Letztendlich. Ich mache mir hier noch ein bisschen Späne, die ich dann hier abfülle. Dann geht es auf der Tour leichter, schneller weiter. Also, und ciao, Leute.